Heute, was geht ab, Leute? Hier. Es ist National Cinnamon Roll Day, aka Zimtschneckentag. Ich habe mir gedacht, test mal jedes Cinnamon Roll im Cinnamon. Der ist ja gehypt, der Laden immer noch. Echt krass. Der ist nicht schlecht, aber schon überhyped. Und ein bisschen teuer. Kann ich jedes einmal haben? Jedes einmal. Von allen einmal. So muss es kommen sein. So, da haben wir sie. Let's go! So. Zack. 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 Sehr schöne Verpackung, muss man zugeben. 4, 8, 12, 16 Stück und für jede vierte habe ich so eine normale bekommen. Das heißt, die vier sind Bonus geschenkt. So, ein kleiner Einblick für euch. Mein Gott, meine Hände sind jetzt schon dreckig. Ich brauche Safe-Besteck. Wir fangen natürlich an mit Basic. Die muss wie Cinnamon schmecken. So. Die Classic Basic. Nur Zimt und Zuckerguss. Mmh. Ich hatte den Trockner in Erinnerung. Schön zäh, der Teig. Mhm. Null trocken. Oh, geil. Okay. Solide 7. Nee, 8 sogar. Das ist eine solide 8. Sehr gut. Oktober Special, die gibt es irgendwie erst seit Oktober, Anfang des Monats. Boah, irgendwie ist der viel riesiger. Cookie Dough. Chip Chock. Junge, ey. Das ist einfach die hier. Mit einem Cookie Dough oben drauf, oder wie? Alter, ey. Oh, nee. Innen ist auch ganz anders. Vergleicht hier innen. Und hier innen. Mhm. Mhm, mhm, mhm. Intensiver. Gib mir den Cookie Dough. Konsistenz ist geil. Ja, der ist besser als Basic, weil der mehr Geschmack hat, mehr Flavor. 8,5. Dann Oktober, Herbstseason natürlich Pumpkin Spice. Den Hype nimmt man mit. Mit Kürbiskernen oben drauf. Ich weiß ja nicht, Mann. Ein weihnachtlicher Flavor. Okay. Kürbiskerne geben einen Crunch. Okay. Ich mag das hier aber gar nicht. Ich würde sagen, das ist sogar schlechter als eine Standard 7. Das hier müsste Carrot Cake sein. Aber ich weiß nicht. Vielleicht auch nicht. Kaffeepulver oben. Boah, der taugt gar nicht, Mann. Bäh. 3. Das ist nicht Carrot Cake. Ich weiß nicht, was das ist, aber boah, der geht ja gar nicht klar. Also vielleicht für Leute, die Kaffee mögen. Aber viel zu viel Pulver, viel zu intensiv. Oh mein Gott. Weiter geht's mit meinem Favoriten bisher. Yo, Apfel. Apfel geht immer, auch bei Donuts. Apfel ist einfach geil, Mann. Mhm. Mhm. 9,5, Mann. Apfel ist heftig. Fresh. Süß. Mhm. Heftig. Als nächstes haben wir Blueberry. Mit Blüten oben drauf. Fühle ich nicht. Blueberry auch innen drin. Digga, die Blüten fühle ich gar nicht. Oh. Mmh. Also die Blüten gehen gar nicht klar, Mann. Aber Blueberry ansonsten
Erfrischend, fruchtig. 6. Ohne 8, aber. Ja, was soll das mit den Blüten? Der hat die Fahrt nicht so gut überlebt, aber das müsste White Chocolate Raspberry sein. Oh mein Gott, der Arme. Der Arme sieht nicht mehr so appetitlich aus. Bisschen sauer. Hier so harte weiße Schokolade für den Crunch. Okay. 8,5. Digga, gleich haben wir die Hälfte und mir ist jetzt schon schlecht. Bueno Gold. Von Kinder Bueno oder was? Was sind das hier für Crumbles? Lecker keksig, aber ich weiß nicht, was das mit Bueno zu tun hat. Boah, das ist mächtig. Weil die Füllung ist diese Creme. Diese Bueno-Creme. Boah. Oh mein Gott. Nicht mein Geschmack, weil zu mächtig. Oh mein Gott, ist die mächtig. Aber sehr lecker. Mein Gott, ich war voll und der zerstört mich jetzt komplett. Mein Gott, ist der mächtig. 9, extrem lecker. Aber zu schwer, zu mächtig, Mann. Nummer 9, Kokos. Okay. 9. Schlechter als Apfel, weil Apfel ist einfach zu heftig. Aber Kokos kommt geil. Nummer 10, Baby. Lemon Roll. Ich muss aufpassen. Hier ist was vom anderen. Nicht, dass es den Geschmack verfälscht. Lemon. Dieses Lemon-Ding, dieses Weiße, so geil, Mann. Eigentlich würde ich dem auch 9,5 geben, aber ich finde es schlechter als den Apfel. 9,49. Nee, Spaß, auch 9,5. Aber Apfel immer, für mich immer noch Nummer 1, aber wow. Nummer 12, der hat die Fahrt auch nicht so gut überstanden. Oreo. Ich bin kein Oreo-Fan. Ich finde diesen braunen Keks gar nicht geil, Mann. Oh Gott. 3. Genau wie bei diesem Kaffee-Ding. Zu viel, zu intensiv. Vor allem, ich mag Oreo nicht. Nummer 13. Pistazie. Ich kenne das leider schon. Hatte eine Freundin bei der Eröffnung und ich weiß, ist nicht so geil. Die Pistaziencreme, gar nicht so geil, Mann. Intensiver Pistaziengeschmack. Aber das hier... Ich muss sagen, die sind von der Konsistenz her geiler, als ich in Erinnerung hatte, aber... 5. Die Creme taugt mir gar nicht. Die ist mir zu dick und hart und unsaftig. Die ist so schwer. Ein Hingucker, der unterscheidet sich von allen. Red Velvet. Hier Red Velvet K-Pop-Musik einblenden. Spaß, Copyright von YouTube, euer. Auch der Teig ist gut, Mann. Also der ist ja echt unique, Alter. Fruchtig? Dieses Weiße hier oben taugt mir gar nicht. 6. Irgendwie ist das Aroma zu schwach. Du spürst dieses Aroma, du schmeckst es, aber es hält sich so bedeckt irgendwo im Hintergrund. Es will nicht rauskommen. Du schmeckst es leicht, du weißt, es ist da, aber es kommt nicht raus. Und der Teig ist irgendwie anders. Der ist nicht so geil wie der weiße Teig. Ich weiß jetzt, was das war. Tiramisu. Das heißt, ich habe keinen Carrot Cake bekommen. Die haben mich abgezogen, oder? Die hatten keinen Carrot Cake. Nummer 16, Spekulatius, Digga. Weihnachtszeit ist bald.
interessant. Ich bin kein Spekulatius-Fan, deswegen ist es nichts für mich. 5,5. Der vorletzte, Leute. Salted Caramel. Manchmal geil, manchmal nicht. Ich finde hier ein Haar. Ich weiß nicht, ob es von mir ist oder nicht. Nehmen wir es mal an. Hm. 7,5. Mhm. Salted Caramel ist geil. Nee, ich gebe dem nach, weil diese Kugeln oben drauf für den Crunch, das ist geil. So, dann mal die letzte. Snickers. Snickers und Salted Caramel sollte sich gar nicht so hart unterscheiden. Mit Erdnüssen oben drauf. Mir ist auch gefallen, irgendwas mit Crunch ist geil. Digga, was ist das, Mann? Hm. Oh no. Die Erdnüsse kommen gerade. Aber du beißt in diese Erdnussbutter rein. Die ist so dick. Klebt überall im Mund. Manche stehen drauf, aber ich so gar nicht. Die ist so schwer. Du schmeckst gar nichts anderes. Nur Erdnussbutter in deinem ganzen Mund. Und ist so dickflüssig. Ist immer noch in meinem Mund. Alles andere hat sich schon aufgelöst. Erdnussbutter ist immer noch da drin. Oh no. Auch drei. Katastrophe, Mann. Oreo-Katastrophe. Erdnussbutter-Katastrophe. Snickers-Katastrophe. Tiramisu-Katastrophe. Pistazie nicht so geil. Spekulatius nicht so geil. Red Velvet sehr underwhelming. Blaubeere, diese Blüten nicht so geil. Digga. Nach all dem. Apfel immer noch Nummer 1 für mich. Bei weitem. Unangefochten. Was habe ich gesagt, kommt noch dran? Irgendeiner war auch Zitrone, Lemon. Und Lemon. Okay, jetzt wisst ihr Bescheid. Jetzt wisst ihr Bescheid. Schreibt gerne unten in die Kommentare eure Lieblingszimtschnecke. Ich bin schockiert von ein paar von denen. Ich weiß nicht, ob ich die überhaupt aufessen werde. Also die ekligen. Die Bottom 3. So, Leute. Jetzt hier holt ein paar Reste ab. Was ist das? Wir haben gerade ein Video gedreht. Das seht ihr demnächst. Das sind die Reste vom Video noch. Die kriegen die Jungs, die testen das. Der Rest für nach Hause, für Family, was weiß ich. Digga, ich weiß nicht mal, wie lange das noch hält. Also wahrscheinlich mal das Wochenende. Ist alles dasselbe, oder? Nee. Ich habe jede Sorte einmal genommen. Wie so ins Brasso. Das sind jetzt drei verschiedene Sorten, oder? Es gab gesamt 4 Packungen von denen. Plus eine Packung habe ich geschenkt bekommen. 16. Boah. 16 Sorten? Ja, 16 Sorten. Sag dir auf, geht's mal. Oh mein Gott. Das sind halt die Hälften, die ich nicht angebissen habe, sozusagen. Und. Jetzt sind überall deine Barthaare drin. Aber jetzt laber nicht. Ich probiere das jetzt. Also probiert von jedem bisschen, Mann. Ja, einfach nur ein bisschen. Gott, das ist Pistazie, Alter. Bisschen Gesamtfeedback, wie der Laden so ist. Okay, schmeckt schon gut. Welcher Laden ist das? Oder wo ist das? Cinemut. Gleich hier am Sendinger Tor. Echt? Also alle Wege führen zum Pennerplatz. Ja, okay, ist doch nicht den ganzen. Probier doch wenigstens 2 verschiedene oder so. Ich habe nur 2 Bissen. Ich muss 2 Bissen nehmen, damit ich das einordnen kann. Vor allem, ich will das in der Mitte probieren. Ja, der Kern ist das Beste. Da macht man es halt einfach so, Alter. Mein Gott, der ist Nikos echt schlecht, Alter. Müsst du haben. Ich meine, von dir die Hälfte. Aber über meine Barthal reden, Alter. Alter. Also, es war schon gut, Mann, aber es haut doch böse rein, Mann. Ja, natürlich. Oh, es ist schon so eine heftige Kalorienbombe. Auf jeden Fall. Aber schmeckt mir echt gut. Kann der was? Also allgemein so, ich liebe so Teige einfach. Na klar. Ich bin echt so auch so ein Teig-Fan. Deshalb liebe ich so österreichische Desserts und so hier Dampfnudeln und den ganzen Scheiß. Ah, das ist schon geil. Aber. Wie alt ist das jetzt? Von wann ist das jetzt? Vorgestern. Von vorgestern. Und immer noch fluffig und also immer noch gut, ja. Also mega. Ja? Das Wochenende würden die aber wahrscheinlich nicht überleben. Mhm. Deswegen. Boah. Das ist so gut, richtig oder? Was danach. Kannst dich hinlegen und schlafen gehen, Mann.
Danach bist du wirklich. Kann auch nicht mehr. Wie soll man sich da entscheiden? Wie viel aber erinnerst du dich noch an Pistazie Donut von Royal Donut? Ja, ja. Das ist doch kein Vergleich, aber. Von Royal Donuts das ist Nein, oder? Ja, ja. Kein Vergleich. Ja, eben. Royal Donuts dazu, oder? Ja. Geht zurück. Wieso? Weiß ich nicht. Weil die echt schlecht sind, Mann. Wir haben krasse Werbung für die gemacht, Mann. Wir haben echt krasse Werbung für die gemacht. Was hat das 8000 Views gehabt, oder? Was? Nee, fünfstellig. Was? Fünf? Ja. Fünfstellig? Oh mein Gott. Das ist das erste Video im Food-Algorithmus ja, gewesen. Mann. Wir haben Hunger zu räumen. Ja, ich glaube auch, bei denen war auch. Preis-Leistung aber nicht gestimmt, Mann, bei denen. War schon teuer. Was würdet ihr für so ein Ding zahlen? Also, wie groß ist denn der ungefähr? Warte, der hier ist noch fast ganz. Also das ist so ein Viereck, oder? Ja. Ich glaube, einer kostet schon 3 Euro, 3, 4 Euro. Also für so einen Teil würde ich schon zahlen, würde ich schon 3,50 Euro bis 4 Euro würde ich schon zahlen. Was kostet so einer? Nur einer 5. Aber wenn du 4er Packung kaufst, ich glaube 17. Boah, aber 5 Euro ist schon... 5 Euro ist nicht wenig. Nee, das ist auch nicht wenig. Also normal würde ich nicht hingehen. Aber die haben sehr oft Angebote und wenn du zu Ladenschluss kommst, machen die meistens Hälfte oder verschenken auch so ein paar noch. Die Frage ist, gehst du gezielt dahin oder kommst du dort vorbei und sagst, oh, jetzt schau mal, was ist das und dann will ich das kaufen. Ja, das ist dieselbe Frage wie bei Donuts. Ich habe auch gesagt, niemand geht extra niemand für Donuts dahin. Genau, das ist das. Ja. Wer geht denn so, heute habe ich Bock auf Donut, heute fahre ich zum extra für Donuts geht man nur zum Beispiel, wenn man einen Geburtstag feiert. Genau, ja, mitbringen so, ja. Aber ich gehe jetzt auch nicht jetzt irgendwo vorbei und dann sage ich, jetzt habe ich Bock auf einen Donut oder gehe da direkt dorthin. Will ja, ich auch eben. Machen. Bei dem ist auch die Frage, ob ich es machen würde. Aber ganz ehrlich, ich glaube es eher nicht, ja. Sowas ist für mich zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel jetzt zu Hause Sonntag, ich habe frei, ja. Nachmittags Kuchen ja. mit den Kindern, mit der Familie, sowas auf jeden Fall. Ja. Das schaut alles echt geil aus hier. Warte, sogar mit Kürbiskernen. Was war dein Favorite, Hong? Apfel. Apfel? Aber die gibt's halt wohl nicht mehr. Nee, die gibt's nicht mehr. Ja. Mein Gott, wieso gibt's uns keinen Apfel ab, Mann? Was gibt's noch? Ja, warte, also, das ist, glaube ich, Oreo, das Cookie Dough. Das aber weiß das, ich jetzt gerade nicht mehr. Aber der schaut schon ernst fett aus hier. Das ist Tiramisu, das ist Pumpkin Spice. Mhm. Das ist, glaube ich, Salted Caramel oder so. Ah, oder der. Also jetzt schon Bock noch was zu essen, aber es ist mir zu viel, Mann. Ja, ich wo so ein... Beiß irgendwo noch rein. Du bist ja auch YouTuber für Content. Für Content. Ah ja, wie ist das eigentlich jetzt so als YouTuber? Als YouTube-Star, Alter. YouTube-Star, Mann. Road to 1000, Alter, Mann. Hast du schon was? Nee, ich hab nein, jetzt aber 820 bei, oder so. Stark. Machst du was bei Abo-Special? Ha? Schauen wir mal. Okay, ich habe eine Frage. Mhm. Hättest du gedacht, also davor, viele sagen ja, yo, YouTube machen, Social Media, Streamer und so, das ist ja nicht wirklich Arbeit. Weißt du jetzt, wo du es selber machst, das viel mehr zu schätzen, was da eigentlich alles dahinter steckt? Viel mehr, ist richtig viel Arbeit. Vor allem, wenn man sich gar nicht auskennt. Dass man erstmal reinkommt in die Programme und so weiter. Ja. Erstmal das. Und dann die Schneiden und so weiter. Also Respekt, das ist eigentlich ein Fulltime-Job. Also, aha, ja. Also viele sagen wirklich, boah, das ist ja gar nichts und so. Ja. Erstmal, es sind ja zwei verschiedene Sachen. Erstmal, dass du die ganzen Videos machst. Mhm. Also musst du vor der Kamera sein und so. Also ist auch nicht so einfach, dass du überall rumläufst und die Leute sind einfach dort und du redest in die Kamera, weil sich die Leute dann denken, was für ein Spaß ist der, dass er mit sich selber redet. Ja. Und dann noch das Schneiden, wo du dann auch schauen musst, nicht nur das Technische, sondern auch, boah, sage ich jetzt irgendwas, was ich nicht sagen darf, muss ich das schneiden und so, dieses, ja, da musst du richtig aufpassen. Also ich denke, bei mir, bei den kleinen Channel ist es jetzt noch egal, aber bei großen so YouTubern, ich glaube einfach, dass die so viel nicht sagen dürfen, was die eigentlich gerne sagen würden und sich so oft zurückhalten, vor allem bei den Testern und so weiter. Und das gefällt mir auch nicht, dass ich zum Beispiel bei vielen Testern, dass die sagen immer, alles ist super und so. Ich habe noch nie gehört, dass irgendjemand was Schlechtes über was gesagt hat. Ja, was? Was mit meinem Kanal? Du schon, aber ich meine jetzt die ganz großen. Man merkt schon, die jetzt, ich rede jetzt von die 100.000 oder so mehrere haben. Die hypen halt alles. Ja. Also meinst du, die machen das dann eher, damit sie die Leute dann behalten? Also für die ich glaube, Leute behalten und auch wegen Sponsoren und so, weil vor allem bei den Testern, glaube ich, das viel gesponsert wird, also ich kann mir nicht denken, dass sie die holen halt, ne? Genau. Ich meine, wir sind noch ziemlich klein, haben angefangen, aber fast immer werden wir jetzt eingeladen. Ja, ja. Wir waren jetzt zweimal, oder? Ja. Wir wurden zweimal eingeladen. Okay, wieso wurden wir heute nicht eingeladen? Ja, weil das deine Empfehlung war. Ja. Ich kenne die Leute gar nicht. Okay, genau. Traurig, Mann. Egal, dann komme ich wieder nächstes Mal, wenn wir eingeladen werden, Mann, und zahle nicht irgendwie. Aber ich weiß es davor nicht. Hm?
Wenn wir dort sind, dann sagen die, hey, du gehst auf Hobbs so, und so. Ach so, danach. Ich dachte, eingeladen, kommst du zu meinem Laden. Nee. Ich meine, wir gehen ja nicht davon aus, dass wir eingeladen werden. Nee, wir gehen normal hin und dann sagen die, hey, heute aufs Haus, ihr seid euer Gast. Aber die Laden ist der meiste. Ja, aber bei den großen YouTubern ist es ja schon so. Ja, abgesprochen, alles davor. Ja, natürlich, aber das finde ich auch gut jetzt auch bei den Leuten, dass sie das auch zu wertschätzen, wenn ein YouTuber kommt. Ja, voll. Und das auch als Werbung nimmt. Boys, wir sehen uns, Mann. Yes. War nice. Sag's Bescheid, wenn wieder eine Foodtour ist. Vielleicht schaffen wir noch was vor Nördlingen. Auf jeden Fall, ja. Euler, Spoiler, wir fahren nach Nördlingen, Leute. Euler, das war's von mir. Und spontan Tati und Nico und Cinnamon. Alle ausprobiert. Außer, was war das? Carrot Cake. Digga, wo war mein Carrot Cake? Apfel. Apfel Nummer 1. Aber ja, an sich ist der Laden ziemlich gut. 5 Euro ist vielleicht ein bisschen viel. Wenn man eine größere Packung kauft, natürlich strategisch. Dann weniger. Das war's von mir, Leute. Ansonsten, wie immer, liken, subscriben, kommentieren. Check die Videos auf, folgt mir gerne auf Instagram. Wenn ihr ein bisschen Bitcoin, die Crypto Cashflow generieren. Jeden Tag checken, see you business und ciao.